bin David Fischbach, komme ursprünglich aus den USA, wohne aber seit 26 Jahren in Leipzig und ich bin Mitinhaber des Buchfunk Hörbuchverlages. Unsere Produkte sind hauptsächlich Sachen, die uns einfach interessieren. Also es ist schwer zu sagen, was für eine Schiene wir fahren. Wir haben eher, würde ich sagen, künstlerisch wertvolle Hörbücher. Wir versuchen auch Editionen zu schaffen, die es als Buch nicht unbedingt gibt. Entweder als Hörspielbearbeitung oder Zusammensetzungen, die es als Buch nicht gibt. Wir haben sehr viele Klassiker auch, die wir hauptsächlich online verkaufen. Wir haben auch eine Internetseite, ein Internetportal Vorlesernet, wo wir kostenlose Hörbücher anbieten. Und dazu produzieren wir auch sehr viel für andere Verlage, einfach weil wir diese Tonstudios haben. Unser neuestes Hörbuch ist die Outline-Trilogie von Rachel Cusk. Sie ist eine englische Autorin und hat schon einige Romane geschrieben, aber als sie das erste Buch Outline rausgebracht hat, wurde es gefeiert als Neuerfindung des Romans. Sie hat eine Art negatives Schreiben erfunden. Die Hauptfigur ist eine Schriftstellerin, die sehr wenig von sich selbst erzählt, aber sie hat die Fähigkeit, Lebensgeschichten aus Leuten, die sie begegnet, herauszulocken. Und die ganze Geschichte ist eigentlich aufgebaut auf diesen Geschichten von den anderen Menschen. Und nach kriegt man ein bisschen mit, worum es geht bei dem Leben von der eigenen Figur, von dieser Schriftstellerin. Das ist eigentlich sehr hypnotisierend. Ich glaube, Audio ist im Trend, also zumindest haben wir das gemerkt, vor allem durch die Auftragsproduktion, die wir machen, die immer mehr kommen. Ich glaube, auch in der Krise jetzt mit Corona mussten viele Verlage ein bisschen mehr auf digital sich setzen und Hörbuch ist prädestiniert, digital zu verkauft und konsumiert zu werden. Dadurch kommen wahrscheinlich immer mehr Titel auch als Hörbuch raus, auch wenn die vielleicht nicht auf CD erscheinen, gibt es die dann zum Download. Und zumindest beim CD im Vergleich zum Buch, finde ich, also Hörbuch im Vergleich zum Buch, da ist kein Minderwert, wenn man es nur digital hat. Also man kann sagen, beim Buch ist es schön in der Hand, ist was Haptisches, schön die Blätter, Bilder und so weiter zu haben. Aber beim Hörbuch, eine CD ist aus Plastik und ist vielleicht nett in der Hand zu haben, aber Mehrwert ist nicht viel. Und deswegen denke ich schon, dass das Audio noch weiter im Kommen ist.